liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Österreich und inzwischen dem Vasallenschwarm. So, ich habe ein bisschen durchgeguckt. Wir können die Stabi noch erhöhen für Papsteinfluss. Das werden wir sofort machen. Und ich kann nochmal ein Großprojekt fördern. Kostenberater minus 10%, das nehmen wir gleich mal mit, das schauen wir gar nicht lang rum. So, wir befinden uns im Vasallenschwarm, wir sind im Krieg gegen Frankreich, Genua, Osmane, Persien, Toskana. Ich glaube, unsere Truppen waren genau alle in Persien. Den Rest lassen wir unsere Vasallen machen. Der Krieg ist eigentlich, ja, mehr lächerlich als sonst irgendwas. Wir wollten eigentlich, oder eigentlich habe ich ja in erster Linie mal gezeigt, was passiert, wenn wir den ewigen Landfrieden haben, wenn wir das Reich vereint haben, die Privilegien aufgehoben haben, so heißt es. Und ja, militärisch gesehen, man sieht, wir kommen mit über 1 Million Soldaten daher, 500.000 Infanteristen, 500.000 Kanonen und 250.000 Kavallerie gegen insgesamt gerade mal 300.000 Truppen. Sagen wir 400.000 Truppen, 350.000 Truppen. Also allein unsere Infanterie ist mehr als die gesamte Truppe vom Gegner. Ella, dann vielen Dank nochmal für deinen Tipp. Ella hat mich darauf hingewiesen, dass ich schon längst hätte über Vertrauen oder über Gefallen einen Thronfolger mal irgendwo hätte hinsetzen können, was ich komplett vergessen habe in diesem Spiel. Leider können wir das jetzt gerade nicht nutzen. Also falls bei Spanien nochmal einer stirbt, setzen wir unseren eigenen Thronfolger mal drauf. So, wir starten ins Spiel. Hier sehe ich schon etwas, was ich gar nicht mag. Schnell mal kurz einen Trupp hier runter, bitte. Das steht mir ein bisschen zu viel. Was haben wir gesagt? Osmane, Genua, Persien, Toskana. Der Osmane ist bereits komplett besetzt. Wir können ihn aber auch nicht rausnehmen. Doch, wir könnten ihn rausnehmen. Die Frage ist nur, will ich ihn eigentlich? Will ich irgendwas hier oben? Der Karaman ist unser Vasall, gell? Ist ein Vasall von... Ja, okay, dann wollen wir natürlich schon was. Dann wollen wir natürlich was. Wir setzen das hier alles mal an Karaman. Wir gucken mal kurz, wie viel wir nehmen könnten. Am besten wäre vielleicht, wenn wir eine Grenze hier schon zu Persien setzen könnten. So. Wollen sie nicht, aber werden wir so machen. Grenze an Russland, Grenze an Persien. Bei Grenze an Russland bräuchten wir gar nicht, haben wir über Litauen. Will ich dich rausnehmen? Eigentlich könnte man dich erst komplett unterwerfen. Machen wir es doch so. Machen wir es doch mal so. Ansonsten Genua und die Toskana. Ja, da, sie laufen auf Genua, sie laufen auf Toskana zu. Die Truppen werden vernichtet. Wir können Spanien in den Krieg rufen, was wir nicht machen wollen. Okay, hier müssen wir jetzt auf ein paar Festungen warten. Wir haben so viele Militärpunkte, wir schießen uns einfach hier mal kurz durch. In allen drei Festungen, damit es weitergeht. Ne, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ah, wo sind sie? Da unten sind sie. Ah, das gefällt mir aber. Das gefällt mir aber. Wie viel sind denn das? 30? Okay, wir nehmen hier mal kurz alles mit. Wir nehmen hier mal kurz alles mit. So, Hasan Kayev gewonnen. Das ist superb. Das ist superb. So, wir wollen hier mit allen rein. Alexandria verloren.
Wir wollen hier trotzdem rein. Zack. Okay, hier haben sie schon mal aufgegeben. Rein da. Hier haben sie schon mal aufgegeben, aber wir sind noch nicht fertig mit dir, Persien. Was haben wir hier? Unruhe lokal 10% oder minus dafür Autonomie. Dann nehmen wir mal die Unruhe mit. So, und jetzt würde ich gerne noch die 30.000 hier abgreifen. Ja, da haben wir sie. Bagdad gewonnen. Wir gehen weiter. Hier oben. Ah. Gehen wir mal hier noch weiter kurz. Okay. Dann Alexandria. Zack, zack, zack kurz. Hier oben marschieren wir mal schnell rein. Oha. Wir verlieren die Schlacht hier oben sogar. Kirchen Epiros. Und der Thronfolger stirbt. Dafür würden wir... Unser König ist 65. Wir brauchen einen Thronfolger. Deswegen werden wir den hier holen. So, dann marschieren wir ganz schnell wieder nach vorne. Alexandria gewonnen. Wir marschieren hier ganz schnell wieder nach vorne, wo es richtig Action gibt. So, Genua hat keinen Bock mehr. Die Frage ist, wollen wir was aus Genua? Genua, bist du im Reich? Nein. Das ist Savoie. Genua. So, da wären wir jetzt bei dem Punkt... Provence. Achso, aber ich brauche ja eine Provinz, bräuchte eine Provinz von Genua. Wie wäre es, wenn ich mir diesmal Lucca nehme? Dann hätte ich nämlich auch eine Provinz. So, das machen wir jetzt. Halt. Diese eine Provinz will ich jetzt haben hier. So. Hier oben werden wir jetzt auf den Sack bekommen. Das werden wir nicht verhindern können. Doch, wir haben es sogar gewonnen. Wir marschieren trotzdem mal hier rauf. Vielleicht kommen wir ja noch rein. Ja, wir kommen hier in die Schlacht rein. Mit allen unseren Truppen. Und haben deswegen gewonnen. Sehr gut. Du gehst mal da rein. Dann haben wir hier noch einen Trupp. Du gehst mal da rein. So, wir... Wo ist hier hinten der Trupp? Irgendwo ist einer von uns geflohen gewesen. Hier oben 15.000. Du kommst mal hier nach der Rapuzund, dass alle Truppen wieder mit da sind. Mach mal hier eigene Untertanen 2 rein. Genua will Militärzugang. Du kannst. Das sind mir Wirtschaftsideen. Ja. Drückt mal durch. Darlehen. Eigentlich egal. Spanien brauchen wir nicht. Können schon wieder. Wie viel Geld machen wir denn momentan? 205 Dukaten. Also wir Prestige, Sprach, durchschnittliche Lebensspanne. Gehen wir mal rein. Und gleich noch einen vielleicht. Winterpalast. Institutionswachstum. Absolutismus. Regierung. Okay. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich mehrere von den Großprojekten. Dadurch, dass wir ja auch... eigentlich ganz Deutschland jetzt besitzen. So, wir verteilen uns mal ein bisschen. Stralsund ist ein Aufstand. Hoffentlich kümmert sich da jemand drum. Warte, wir könnten eigentlich... Okay, das geht schon mal nicht. Wir hatten doch gerade eben... Ah, hier war auch kein Anführer drin, sehe ich gerade. Du marschierst mal darauf hier. Haben wir überall einen General drin? Nein, ein weiterer General fehlt. Hier.
Das gefällt mir gar nicht. Du hast hier einen. Geh mal rein. Dann gehst du aber raus. Und dann holen wir uns hier einen General. So, wir haben zu viele Diplomachtpunkte. Wir geben mal kurz ein paar Punkte aus. Wir geben kurz ein paar Punkte aus. So, jetzt haben wir hier das nächste Großprojekt. Kölner Dom in Köln. Papsteinfluss. Und Friedenskosten Zwangskonvertierung. Okay, aber Papsteinfluss ist doch schon mal schön. Gehen wir mal mit zweimal Merkantilismus. Noch mehr Kohle für uns. Wir machen gerade so viele Punkte in allem. Wir machen 11 päpstlichen Einfluss im Jahr. Okay. Okay. So sind wir, ja, hier oben Aufständische niedergeschlagen. Marschier mal hier runter. So, wir gucken jetzt mal kurz. Die Toskana. Du darfst einfach raus, gib mir dein Geld und geh. Ich würde euch ja gerne ins Reich holen. Der Osmane, du würdest die Grenze jetzt machen. Das interessiert uns nicht. Geh raus. Persien. Du interessierst mich einfach nur nicht. Aber wir müssen dich rausnehmen. Damit, damit wir die auf die 100% von Frankreich kommen. Frankreich ist komplett besetzt. Angeblich hat Frankreich noch irgendwo 7, 12, 15.000 Mann. Die Frage ist nur, wo? Haben sie irgendwo vielleicht Kolonien oder so? Hier zum Beispiel. Da, ja, vielleicht stehen sie irgendwo in den Kolonien. Das kann natürlich sein. So, wir also weiter gegen Persien. Hier wäre schön, wenn ihr mal fallen würdet. So, die 35, hier fahren wir mal ein bisschen wieder zurück. So, jetzt kommt der ganze Vasallenschwarm, kommt an. Schau, wir können hier nächstes Großprojekt rein. Schloss Bran. Globale Unterhalt, benachbarte Fort, brauchen wir nicht Brandenburger Tor, Prestige, Armeetradition, Landschlachten, durch die ganzen Kriege, die wir führen. Mehr Armeetradition, perfekt. Abfall von Lucan Mailand garantiert nicht. Kriegsgrund gegen Genua brauchen wir nicht. Wir holen uns lieber mit allem Ruf. So. Ilham gewonnen. Geht mal da rein. Holen wir uns jetzt hier so ein paar Schlachten. Da habe ich das Gefühl, die werden wir aber verlieren hier. Ich meine, wir kommen nochmal rein. Ne, haben wir gerade so gewonnen. War jetzt nicht so die intelligenteste Landschlacht von mir. So. Oh, wir haben nur noch 6000 Mann Rekrutenreserve. Frankreich will nicht mehr. Ja, für mich ist eigentlich wichtiger, dass Persien einfach rausgeht. Geh raus, Persien, gib mir deine 1700 Dukaten. Das finde ich gut. Dann nehmen wir jetzt all unsere Truppen. Lass mal einen hier stehen. Und dann verteilen wir den Rest wieder ein bisschen. So, unsere Truppen ziehen sich zurück. Oh, da ist jemand gestorben. Inflation, Kosten, Produktionseffizienz, Steuereinnahmen. Den nehmen wir mit. Da, jetzt habe ich mich verdrückt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte den auf Stufe 2 setzen. Ich wollte keinen Schwerpunkt legen. Aber egal. Scheiße, aber nicht so wichtig. So, was machen wir denn? Wir werden uns jetzt erstmal kräftig an Frankreich bedienen, würde ich sagen. Wir werden uns jetzt erstmal an
Frankreich bedienen. Okay, für die Gascogne selbst brauchen wir jetzt gar kein spezielles Gebiet. Wir wollen auf jeden Fall nach oben. Mameluke, Osmane, Serbien, ja, alles egal. Alles egal. Wir werden das aber alles hier der Gascogne geben. Ich will nichts davon haben. Kahlenberg, natürlich. Natürlich. So, die Gascogne. So. Schuldentilgen machen wir auch gleich. Provinz zusprechen. Dingsbums hier. Provinz zu sprechen, Basse-Portois oder so ähnlich. Provinz zu sprechen, Norm. Provinz René wahrscheinlich eher irgendwie. Vanesse, keine Ahnung. Finistère, Amor. Okay, mehr können wir erstmal nicht. Okay, dann warten wir ein bisschen, bis das ist. Wir können das kurz laufen lassen. Uns interessiert das nicht die Bohne. Ja. Hier werden wir überall einfach nur die Staatsehen annehmen. Ist uns egal. Das ist uns egal. Und Dukaten, die Pfalz will 700 Dukaten von uns. Machen wir auch. So, was haben wir hier? Konya, Ansbach, Oberpfalz. Du gehst gleich mal hier runter. Ansonsten lassen wir es mal kurz weiterlaufen. Burgund. Konya hat sich erledigt. Ansbach und Oberpfalz. Okay. So, das war Konya. Bassa. Da haben wir drei inzwischen. Okay. Ein General ist tot. Okay. Wir haben die Oberpfalz wird sich gerade gekümmert. Dukaten, mach mal. Nochmal Dukaten. Noch eine Staatsehe. Ne, das war nicht die Oberpfalz, das war Wasser, um das sich gekümmert wurde. Aber passt schon. Wir haben es gesehen. Hier oben wird sich drum gekümmert. Da oben wird sich auch drum gekümmert. So, wo sind meine Truppen? Da kommen zum Beispiel 32.000. Okay, hier hinten wurde sich von der Pfalz auch drum gekümmert. Okay, Pfalz kümmert sich. Passt. Was ist das hier? Ich habe gesagt, wir verteilen uns. Moment. Kirchenstaat möchte ein Bündnis. Kirchenstaat möchte ein Bündnis und das werde ich annehmen tatsächlich. Das ist okay für mich. 5 von 8. Staatsehe mit München. Nächste Großprojekt. Ulmer Münster. Prestige, Toleranz, Reichsautorität von Reichsstädten brauchen wir gar nicht mehr. Loyalitätsgleichgewicht, Klerus. Ja, komm, bauen. Einfach bauen. Wir bauen jetzt eh alles. Wir machen so viel Geld, wir bauen einfach drauf los. Scheiß drauf. So, unsere Truppen verteilen sich. Wie schaut das mit unserer Flotte aus? Können wir Schiffe bauen? Ja, könnten wir. So, machen wir mal so. Und wir können in irgendeine Tech reingehen als erster. Militärtech für 832 Punkte. Wir kriegen neue Kanonen, Gefechtsbreite machen wir definitiv. Wobei wir uns eigentlich keine Gedanken machen müssen über einen Nachteil. Wir gehen die Trebasse in die Offensive. 95 Armee-Tradition. Ja. So, wir müssen jetzt erstmal wieder, wir brauchen Rekrutenreserve und alles. So, wie schaut es hier aus?
Korn, Korn. Okay, braucht noch ein bisschen. Braucht noch ein bisschen. Was ist der nächste Krieg, den wir führen wollen? Also ich persönlich... Mann. Drei heretische Fürsten. Was war denn aber hier? Wir hatten noch Frankfurt, genau. Da führen wir einen Krieg gegen Skandinavien, was uns eigentlich egal ist. Den könnten wir eigentlich mal schnell machen. Eroberung der Hauptstadt. Skandinavien. Hier würde ich gerne noch irgendeinen Vasallen erlassen, aber wir haben keinen. Aber nee, wir können das anders machen. Weißt was? Wir gehen jetzt erstmal her. Frankfurt. Krieg. Erweiterung der Hauptstadt. Großbritannien, Russland, das wollen wir nicht. So. Bestätigen. Sollen mal schön unsere Vasallen machen. Und das hier ist Burgund. Wir hatten doch noch einen, der nicht mitgezogen hat. Wir hatten noch irgendeinen. Ich sehe ihn nicht. Er müsste halt so ausgegraut sein. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt hier mit dem Krieg einfach gar nichts machen. Frankfurt werden wir... Also das sollen unsere Vasallen machen. Frankfurt werden wir ins Reich holen. Und Skandinavien kriegt er jetzt auf die Fresse. Werden wir an Vasallen verteilen. Beispielsweise hier ist Wolgast, könnte ein bisschen was haben. Ah! Gotland, glaube ich, war das andere, das nicht mitgegangen ist. Aber das ist ja vollkommen egal. Das ist ja vollkommen egal. So, hier unten haben wir einen Aufstand. Die Toskana. Machen wir hier ein Staatsgebiet draus. Also eigentlich würde ich das ja gerne irgendwann wieder abgeben. Ich brauche das nicht, aber wir machen jetzt erstmal ein Staatsgebiet draus. Vielleicht brauche ich es auch doch irgendwann. Mal gucken. Weil jetzt müsste ich doch eigentlich... Nein, wir haben keine Erweiterung der Nation. Grundwert minus 100. Ja gut, aber dann kann man sie erst nächstes Mal eh vernichten. Okay. Dann vernichten wir sie halt einfach. Vollkommen egal. So, wir können wieder in Attack rein. 853. Ja, komm. Wir haben so viele Machtpunkte gerade. Ich weiß nicht, wohin damit. Also alles jetzt. Ach, wir spielen jetzt einfach das Spiel irgendwie runter. So schaut's aus. Was haben wir denn? Schloss Ambras. Ne, haben wir schon mal gesagt. Wollen wir nicht. Schloss Bran. Verteidigung, Garnison, Unterhalt. Ne, das haben wir gesagt. Wollen wir nicht. Logenpalast, Regierung vom Wachstum mitnehmen. Oh, schaut mal, Spanien geht es gerade richtig ab. Spanien, verlier doch einfach mal. Oh. Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Das ist der berühmte Vasallenschwarm. Hier sitzen mal 70.000 Mann. Aber ansonsten fällt Skandinavien halt einfach nur. Ansonsten, komm, wir nehmen mal... Wir haben immer noch keine Mannstärke, gell? 18.000 fehlen noch. Wir nehmen trotzdem mal die drei Stacks und gehen mal kurz darauf.
Wir gehen mal kurz darauf. Ja, totale Vernichtung. Die haben nicht wirklich eine Chance hier. Handelseffizienz wollen wir und Moralarmee wollen wir. So. Die Frage ist, wo ihr jetzt hinflieht. Okay, ich glaube, wir haben sie soeben vernichtet. Ja, sie haben absolut keine Truppen mehr. Oh nein! So, heißt, wir werden jetzt mal mit Skandinavien Frieden schließen. Es geht nur das. Oh, das ist ja miese. Und Serbien, Frankreich, Portugal. Portugal, könnten wir dich verbünden? Ja. Das würde mir eigentlich relativ gut gefallen. Wir machen erstmal eine Staatsehe schnell. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit Skandinavien? Also das will ich dann schon mal nicht. Nee, das will ich aber eigentlich auch nicht. Wie wäre es, wenn man das irgendwie so macht? Wollen sie nicht. Na gut. Ja, es war natürlich jetzt kein Krieg an sich gegen Skandinavien, muss man halt auch sagen. Oh, pass auf, jetzt haben wir hier viel. Kostenraub, Behandlung, Unterhalt. Ja, wir haben keine Rivalen mehr, aber passt schon. Unterhalt am Nemi noch 5%, geh mal rein. Ja, Skandinavien. Jetzt würden sie es machen. Portugal. Ist raus. Okay, der Rest interessiert mal nicht. Und das geben wir dann auch gleich weiter. Und Frankfurt wollen wir eigentlich nur wieder ins Reich holen. Es ist nur die Frage, ist dann trotzdem Frankfurt mein Vassalle? Oder sind die jetzt einfach nur im Reich? Wir werden schauen. Du bist jetzt einfach nur im Reich, aber nicht mein Vassal. Das ist schade. Aber egal. So, und dann wollen wir nämlich Provinzen zusprechen. Und zwar würde ich das Ganze gerne an Wolgast geben. Provinz zusprechen, schonen. Provinz zusprechen, Groinge. Provinz zusprechen, Blekinge. Achso, und hier Bornholm auch. So. Und dann haben wir ja noch immer noch die Gascogne oder Gascogne. Provinz zusprechen, Amor. Und Provinz zusprechen, Contentin. So. Wir können Handelsposten ausbauen in Lucca. So, und es ist nur schade, dass ich jetzt hier keine Erweiterung des Reiches habe. Also wir haben Kriegsgründe dann, das ist nicht das Problem. Aber ich hätte es halt auch gerne einfach ins Reich geholt. Aber wenn sie eh nicht meine Vassallen werden, können wir es auch einfach so kaputt machen. So Leute, das war's aber erstmal für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.